Hallo in die Runde, willkommen zum ersten Kampftag der Sturmangriff-Turniers. 3 Sterne ohne Lila. Ihr seht es, meine Verteidigung ist wie folgt aufgebaut. Ich bin gestern nicht mehr dazu gekommen, ein Video zu machen. Kalani im Kostüm steht in der Mitte, weil sie mit Mana der Zauberklasse, nämlich Talent Nummer 20, 4% Mana erhält plus 5% vom Kostüm, 9%. Das heißt, sie ist mit 6 Steinen geladen. Sie verteilt danach den Schaden auf alle gleichmäßig auf, der hoffentlich dann von Candy geheilt wird. Und zusätzlich haben wir noch die Lebenspunkte von Quasir und dann haben wir zweimal Feuer. In der Theorie hat sich das alles sehr gut angehört. Das erste habe ich direkt verloren gegen jemanden, der genauso lange spielt wie ich, allerdings einen deutlich niedrigeren Level hat. Das zweite war, naja, deutlich höhere Truppen. Und auch spielt deutlich länger. Ja, und gegen den habe ich gewonnen. Auch höhere Truppen, aber ähnliche. Ich habe mich dafür entschieden, nachdem ich nur ein oder zwei mit Wappen hatte, jetzt komplett den Rest voll zu wuppen und dann einfach mal zu gucken, was geht. So, wir haben hier Lila. Quatsch, Gelb. Lila ist verboten, der macht Angriff hoch. So. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Noril ist noch nicht fertig. Das heißt, wir werden auf jeden Fall so reingehen. Nee, das ist auch nicht gut. Ach Mensch, wie machen wir das denn? Wir gehen mit Rot rein und wir nehmen Blau mit. Das macht auch keinen Sinn. Okay, jetzt habe ich's. Wir gehen mit Grün rein und weil wir es können. Ah, sie hat immer noch keine Wappen. Okay, dann nehmen wir sie nicht mit. Oh, das ist jetzt aber auch schwer. Du hast Wappen und du bringst Mana-Geschwindigkeit. Dann nehmen wir Norrel und können wir noch Grün mitnehmen oder Blau. Ich bin für Blau. Probieren wir das mal. Okay. Das Board liebt uns offensichtlich. Wehe. Ich wollte gerade schon sagen, wenn Krams da wieder alles hinstellt, weine ich. Zweimal rot bleiben wir bei Blau genauso. Also das Board, das verwöhnt uns ja. Das kann man mal ganz klar so sagen.
Das ist mir ein bisschen peinlich. Hier braucht man nichts machen, das Board spielt für einen. Er hat keine Heilung. Seinen Gunnar konter ich mit meinem Gunnar. So machen wir das. Das hauen wir noch mal rein, bevor jetzt alles hochgeht. Und jetzt kann er ruhig auslösen, das stört uns so gar nicht. Da erhöhen wir das Mana, da senken wir beim Gegner, da hauen wir unseren Angriff drauf. Da finden wir das total hammer sexy und knallen dann in... Ja. Board und so. Okay. Hier wäre es fatal, wenn wir nicht mit Rot reingehen. Auf der anderen Seite, never change a winning system. Okay, wir können das rote Match machen, dann ist Poppy geladen. Wir können Lila auslösen und hoffen, dass ein bisschen mehr kommt. Dolgen löst aus. Doch nicht? Okay. Dann lösen wir aber aus. Das ist nicht gut. Ah, es war ein bisschen klar, ne? Ein bisschen war es klar. Dann hätte ich auch den Diamanten eben schon machen können. Aber das sollte trotzdem reichen. Oder auch nicht. Ja. Hätte Poppy nicht den Professor getroffen. Hätte Fahrradkette. Wir nehmen bei zweimal Rot definitiv Blau und Grün. Damit sind wir schon voll geladen für Blau. Heiler raus und ich würde sagen, das ist gewonnen. Ach, spätestens wenn der Blaue da reinschlägt. Wie hat er das denn bitte schön überlebt? Okay. Egal. 4-1 ist ein gutes Ergebnis für Rush, finde ich, am ersten Tag. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag. Macht es gut, tschüss.